Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. In unserer Sprechstunde haben wir heute zu Gast Herrn Prof. Dr. Liebwin Gossner vom Städtischen Klinikum zu einem hochbrisanten Thema, Volkskrankheit Sodbrennen. Zunächst die Frage, Herr Prof. Gossner, ist es richtig, dass ältere Menschen häufiger unter Schluckbeschwerden leiden und was sind die Ursachen? Generell ja. Ältere Menschen können unter Schluckbeschwerden leiden. Man muss hier unterscheiden, Volkskrankheit Sodbrennen, auf der einen Seite eben Patienten, die Säure zu viel haben, die dann zurückfließt in die Speiseröhre, das macht eine Entzündung und daraus können sich diese Schluckbeschwerden entwickeln. Bei älteren Menschen muss das nicht immer der Fall sein, es gibt andere Ursachen. Denken Sie daran, dass der Schluckakt auch zentral, also über das Gehirn geregelt ist. Das heißt, es können zentrale Ursachen auch vorliegen, zum Beispiel Morbus Parkinson oder man hat einen kleinen Schlaganfall gehabt. Das können auch Ursachen sein. Wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet, sind natürlich Dinge, die häufig sind, statistisch natürlich häufig. Also Sodbrennen, ein großes Problem, wenn es Schluckbeschwerden macht, dann ist das wirklich im Mittelpunkt zu sehen. Der Patient weiß natürlich um seine Schluckbeschwerden, aber häufig wird es einfach verdrängt und nicht wirklich als behandelnswert anerkannt. Das ist richtig. Man hat ja immer gesagt, Sodbrennen, das ist ja ein bisschen so eine Befindlichkeitsstörung. Aber wir müssen wissen, spätestens wenn Alarmsymptome dazukommen, das heißt also, dass wenn ich schlucken will, gar nichts Festes mehr richtig schlucken kann, wenn das nicht mehr runterkommt, wenn ich vielleicht sogar erbrechen muss, wenn es stecken bleibt, dann muss ich schauen. Vielleicht, wenn sogar noch ein Gewichtsverlust dazukommt, also, oder ich muss vielleicht sogar erbrechen und es kommt Blut, dann sind das Alarmsymptome, denen ich unbedingt nachgehen muss. Man muss natürlich auf die Nahrungsaufnahme achten. Man muss zusehen, was man isst. Was können Sie uns dazu sagen, wenn ich hier vor mir den Teller sehe? Genau. Also man kann natürlich jetzt sagen, alles, was Spaß macht, ist nicht so gut. Das heißt, was süß ist, was fett ist, vielleicht natürlich auch Rauchen, aber auch Alkohol in größeren Mengen fördern den Reflux. Deshalb gilt natürlich, hier eher zurückhaltend zu sein. Eine gesunde Mischkost mit einem hohen Gemüseanteil ist in jedem Fall gesund, auch bei anderen Problemen. Stichwort Reflux. Muss man, sollte man oder vielleicht auch nicht operieren? Ja. Oder gibt es andere Methoden? Eigentlich da gibt es Leitlinien unserer Fachgesellschaft, die empfehlen zunächst eine konservative Therapie. Das heißt eine medikamentöse Therapie, aber am Anfang steht vor der medikamentösen Therapie das, was wir gerade angesprochen haben, wie wir auf unseren reich gedeckten Tisch gedeutet haben, nämlich was kann ich selber machen, was kann ich weglassen. Und dann merkt man eigentlich sehr schnell, dass ich bestimmte Dinge nicht vertrage. Spätes Abendessen, dann noch fettig. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen Alkohol dazu. Also diese Dinge muss ich weglassen. Das ist der erste Schritt. Ich ändere meinen Lebensstil. Das ist wichtig. Zweiter Schritt, wenn das alleine nicht ausreicht, um mein Sodbrennen, um meine Schluckbeschwerden ausreichend zu bekämpfen, dann kommen Medikamente ins Spiel. Wenn ich nur ganz selten Sodbrennen habe und auch kein schweres Schluckproblem, dann kann ich leichte Medikamente nehmen, sogenannte Antazida, sagt ja schon der Name, die gegen die Säure wirken. Das hatten schon die alten Griechen. Das sind meistens so kleine milchige Beutelchen, die man nehmen kann. Die halten dann so eine halbe Stunde vor, wirken sehr schnell. Sind aber, sobald man was getrunken hat oder was gegessen hat, ist das natürlich wieder weg, der Schutzfilm. Der zweite Schritt wäre dann, dass man andere Medikamente gibt, die mittlerweile ungefähr 20 Jahre auf dem Markt sind, die sogenannten Protonenpumpenblocker. Die blockieren sehr, sehr gut die Säure. Da hat man dann eigentlich normalerweise kein Sodbrennen mehr. Und deswegen ist auch eine Operation eigentlich erst am Schluss zu nennen, außer bei Patienten, die eine große Lücke am Zwerchfell haben. Wenn sie sich bücken zum Beispiel, wenn dann alles hochkommt. Oder wenn sie sich zurücklehnen, wenn dann schon alles nach oben schwappt. Da muss man sagen, da ist eine Operation dann gegebenenfalls angezeigt, weil da kann das Medikament alleine nicht helfen. Was kann passieren, wenn sich die Speiseröhre entzündet? Wir haben im DRK im Rahmen Essen auf Rädern auch püriertes Essen für ältere Menschen, die Gefahr laufen.
da. Man hat natürlich, man muss sich das mechanisch vorstellen. Wenn eine Entzündung abläuft in der Speiseröhre, beginnt sich die Speiseröhre langsam enger zu stellen. Also sie schrumpft, der Durchmesser wird kleiner. Wenn der Durchmesser kleiner wird, geht Nahrung nicht mehr so gut durch. Also wenn ich eine Engerstellung habe, dann kann es natürlich sein, dass ich püriertes besser essen kann als normales. Für jemand, der in Anführungszeichen nur Sodbrennen als Ursache hat, wäre immer der Weg, hier entsprechend Medikamente einzunehmen, wie ich es genannt habe. Wenn es andere Ursachen hat, neben dem Sodbrennen, zum Beispiel eine zentrale Einschluckstörung, dann kann es sein, dass man zum Beispiel nur Breikost essen kann, weil der Schluckakt an sich eingeschränkt ist. Herr Professor Dr. Gossner, haben Sie herzlichen Dank für diese umfassenden Informationen zu einem ganz wichtigen Thema. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich für Ihr Interesse.